Jesus, ich danke dir so für Thomas. Ich danke dir, dass er sich Zeit genommen hat, dass du zu ihm gesprochen hast, dass er ein hörendes Herz hat, Herr. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du durch ihn hindurchfließt, dass du ihm die richtigen Worte gibst, dass seine Worte ja nicht auf den Boden fallen, Herr, sondern dass sie wirklich das ausrichten, wozu du sie gesandt hast, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du das Wort bist und dass du heute Herzen verändern möchtest und dass heute Befreiung und Heilung geschehen wird, allein schon durch das Wort. In Jesu Namen. Amen. Ja, vielen Dank, Julia, für die Moderation und für den wunderbaren Lobpreis. Ja, und Herr, ich freue mich, dass ihr mich sehen könnt dort am Livestream. Ich würde euch auch gerne sehen und ich freue mich schon auf die Zeit, wenn wir uns mal wieder sehen werden. Und ich hoffe, dass das bald sein wird. Und wir beschäftigen uns ja gerade so mit den Zeichen der Zeit. Und letzten Sonntag habe ich darüber gepredigt, über Jesus, der in Matthäus 24 die Zeichen der Zeit beschrieben hat, was passieren wird am Ende der Tage, bevor er wiederkommt. Und er hat gesagt, es wird nicht einfach so unverhofft geschehen, sondern es werden Zeichen geschehen. Und wir hatten das letzte Mal auch darüber gesprochen, dass dem Wirken Jesu, dass es zwei Zeitrahmen gibt des Wirkens Jesu. Der erste Zeitrahmen war, als er auf diese Erde gekommen ist, vor 2000 Jahren, als er Mensch wurde, als er uns den Vater offenbart hat, als er uns die Liebe Gottes gezeigt hat und wo er dann am Kreuz auch gestorben ist für unsere Schuld und wo er nach 3 Tagen auferstanden ist von den Toten und er ist dann aufgefahren in den Himmel. Und wir profitieren bis heute von dieser Gnade, Halleluja, weil Jesus lebt, Amen. Und er kam in unsere Herzen und er hat unser Leben verändert. Das erste Wirken Jesu am Kreuz, da hat er den Feind besiegt, er hat den Teufel besiegt am Kreuz und er hat den Weg freigemacht zum Vater in die Gegenwart Gottes. Und das hat mein Leben verändert und das hat das Leben eines jeden, der Jesus erkennt, der ihn in sein Herz aufnimmt, der diesem Auferstandenen begegnet. Da fließt Freude, da fließt Frieden in unser Herz, da ändern sich Schicksale durch den Glauben an Jesus Christus. Jesus ist gestorben für alle Schuld und für ihn ist nichts unmöglich und das ist so wunderbar. Und wir danken Gott und wir beten ihn an, wir loben ihn heute und jetzt, weil Gott wohnt und thront im Lobpreis seines Volkes und weil wir dankbar sind für das, was er für uns getan hat. Aber wir schauen auch voraus und das ist der zweite Zeitrahmen, der mit dem Wirken Jesu zu tun hat. Er wird eines Tages wiederkommen. Er wird wiederkommen auf diese Erde. Und das ist, was alle Christen glauben im apostolischen Glaubensbekenntnis, im Apostolikum. Da glauben wir, dass er auferstanden ist von den Toten, dass er aufgefahren ist, dass er herabgestiegen ist. Er ist herabgestiegen in die Hölle, er ist auferstanden von den Toten, er ist aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes und von dort wird er kommen, Halleluja, zu richten die Lebenden und die Toten. Er wird kommen und das gehört auch mit zu unserem Glauben. Und darüber, über diesen zweiten Zeitrahmen sagt die Bibel auch ganz, ganz viel. Und deswegen ist es gut, sich damit zu beschäftigen. Weil die Bibel ist ein prophetisches Buch. Ich liebe dieses Buch, weil in dieser Bibel im Wort Gottes Vorhersagen gemacht werden, die sich in der Geschichte tatsächlich ereignet haben. Und es ist das einzig religiöse Buch mit erfüllter Prophetie. Es ist wunderbar. Und so steht ganz viel darüber, dass wir vorbereitet sind, bevor der Herr wiederkommt. Und wir wissen nicht, wann er kommt. Es kann noch lange dauern, es kann bald sein. Keiner weiß es. Aber angesichts dieser Pandemie sind wir darauf gestoßen, angesichts von Corona sind wir darauf gestoßen, dass in Matthäus 24 auch Zeichen genannt werden, zum Beispiel auch Seuchen. Und wir haben das letzte Mal gesagt, wir glauben nicht, dass jetzt das Zeichen ist, der Herr kommt jetzt sofort oder sowas. Aber wir sollen einfach wachsam sein und die Zeichen der Zeit deuten. Und wir haben uns letztes Mal in Matthäus 24 die Zeichen angeschaut. Da war Verführung, Kriege, Kriegsgerüchte, Hungersnot, Erdbeben, Seuchen, Verfolgung der Gemeinde. Wir leben hier in Frieden, wir sind so froh dafür, aber viele unserer Geschwister werden gerade heute weltweit verfolgt und sitzen in Gefängnissen. Und da wird ein großer Abfall vom Glauben sein und viele werden Anstoß nehmen, haben wir das letzte Mal gesagt, ja, an dem, was Gott tut und an dem, was auch geschieht um sie herum. Die Liebe wird in vielem erkalten. Und es werden keine einfachen Zeiten sein und manche werden sich fragen, wie kann ein Gott der Liebe sowas zulassen?
Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und die Liebe wird in vielem erkalten. Das sind die negativen Zeichen, ja, und da gibt es noch mehr, das ist überhaupt nicht vollständig. Aber es gibt auch so viel Gutes, was gesagt wird über die letzten Tage, dass eine große Ernte sein wird, dass viele zum Glauben kommen. Wir haben uns Offenbarung 14 bis 15 angeguckt beim letzten Mal. Und die Gemeinde wird nicht erschlagen am Boden liegen, sondern die Braut Jesu wird sich bereiten. Ja, und wenn Jesus wiederkommt, dann spricht der Geist und die Braut. Die Braut Christi ist bereit dafür, dass der Herr kommt. Und dann heißt es auch in Matthäus 24, dass das Evangelium allen Nationen gepredigt wird. Wow, in einer Generation. Ihr Lieben, die Gemeinde wird on fire sein. Bei allem Widerstand, bei aller Trübsal, bei allen Problemen. Und das möchte ich auch nicht kleinreden hier. Aber ich weiß nur, als ich Christ wurde und dann von diesen Dingen gehört habe, da wurde es mir manchmal Angst und Bange, wenn ich über die große Trübsal und all diese Dinge gehört habe. Und ich habe da auch bis heute Respekt vor. Aber ich weiß auch eins, es gibt auch so viel Gutes. Wir werden Gott erleben, seine Gegenwart wird da sein, seine Herrlichkeit wird uns erfüllen. Und ein Zeichen, was wir das letzte Mal gesagt haben, was am Ende der Tage sichtbar wird, hier sind die negativen und positiven Zeichen nochmal. Und ein Zeichen, das habe ich auf einer anderen Folie noch drauf, aber das habe ich das letzte Mal auch erwähnt, dass eine Bewegung sein wird von Lobpreis und Anbetung. Und dass es eine weltweite Lobpreis- und Anbetungsbewegung geben wird. Und Lobpreis spielt eine unglaubliche Rolle, ihr Lieben. Und wenn Lobpreis so eine Rolle spielt, dann kann es schon gar nicht sein, dass die Gemeinde besiegt ist und nur darauf wartet, dass der Herr wiederkommt, sondern die Gemeinde wird sich bereiten und sie wird in Erwartung sein. Und gleichzeitig wird es einen großen Abfall geben. Es ist beides, was geschehen wird. Und da wird eine Erweckung sein von Anbetung, von Gebet und Lobpreis. Ihr Lieben, wir haben es letzte Mal auch gesagt, genau, weltweite Lobpreis- und Gebetsbewegung. Und wir haben es letzte Mal gesagt, dass es interessant ist, dass seit 1984 weltweit Gebetshäuser entstehen. Ja, es gibt 1984 gab es 25 Gebetshäuser, wo 24 Stunden, 7 Tage die Woche gebetet wurde. Heute gibt es weltweit mehr als 10.000 Gebetshäuser. Und die meisten sind in den letzten 10 Jahren entstanden. Und wir glauben, dass Gott Lobpreis und Anbetung erwecken wird und dass die große Ernte, die wir erwarten, einhergeht mit Gebet und Lobpreis und Fürbitte. Und ich wollte ein bisschen erzählen, das eine ist, dass ich euch ein bisschen was erklären möchte oder predigen möchte über Lobpreis am Ende der Zeit. Aber ich hoffe, es kommt auch rüber, Lobpreis ist heute wichtig, ist jetzt wichtig. Ja, wenn wir Gott anbeten, da wo wir Gott preisen, da spüren wir seine Gegenwart. Gott wohnt und thront im Lobpreis seines Volkes. Wir haben das gerade hier auch erlebt im Lobpreis, wie die Gegenwart Gottes kam, wie Ermutigung fließt und wie unsere Herzen auferbaut werden. Und deswegen wird Lobpreis und Anbetung auch gerade, bevor der Herr wiederkommt, eine große Rolle spielen. Ich schicke jetzt mal 2 Folien voraus. Da könnt ihr nochmal zurückspulen im Livestream und könnt es mal selber studieren. Da möchte ich jetzt gar nicht viel zu sagen, aber es gibt so viel Material, ja, über die letzten Tage, die beschrieben werden. Ich habe euch schon mal gesagt, dass in den Evangelien, in den 89 Kapiteln über das irdische Wirken von Jesus, in allen 4 Evangelien, aber es gibt in der ganzen Bibel allein 150 Kapitel, die darüber die beschreiben, wann der Herr wiederkommt und was geschehen wird am Ende der Tage, auch im Weltgeschehen, was da sein wird. Und Jesaja ist zum Beispiel das Evangelium, es ist das Evangelium des Alten Testaments. Da ist Jesaja 53, wie Jesus für uns gestorben ist, wird dort beschrieben am Kreuz. Und in Jesaja 24 bis 27, das ist wie die Offenbarung von Johannes, nur das hat Jesaja empfangen. Und da steht sehr viel drin, was passieren wird. Und da wird auch die große Trübsal beschrieben in Jesaja 24. Aber mittendrin, wo Dunkelheit beschrieben wird, heißt es in Jesaja 24 ab Vers 14, sie erheben ihre Stimmen, rühmen und jauchzen vom Herrn über die Herrlichkeit des Herrn. So preist du den Herrn im Osten auf den Inseln des Meeres, den Namen des Herrn, des Gottes Israels. Wir hören Lobgesänge vom Ende der Erde, Herrlichkeit unseren Gerechten. Und im nächsten Vers, studier das mal zu Hause, wird wieder beschrieben, dass auch Dunkelheit über der Erde ist und so weiter. Und unten drunter habe ich euch noch ein paar Bibelstellen aufgeschrieben. Ich hoffe, das wird jetzt eingeblendet und studier das nochmal. Und alleine Lobpreisen, Anbetung im Buch der Offenbarung ist es wert, sich das einfach mal anzugucken. Ja, dort ist der Thron Gottes in Offenbarung 4. Und das ganze Buch der Offenbarung, wo es darum geht,
wo es ganz speziell darum geht, da hat Johannes eine Vision bekommen, was passiert, bevor der Herr wiederkommt. Es ist voll mit extravagantem Lobpreis. Ja, und studier das mal, was da an Lobpreis und Anbetung ist. Das ist so wichtig, ihr Lieben. Und das sind alles einzelne Predigten, aber ich wollte das einfach mal hier mit reingeben, für die, die hungrig sind, die mehr wissen wollen. Und ich möchte heute etwas sagen, etwas Grundlegendes zur Hütte Davids. So, wenn ihr jetzt hier wärt, würde ich fragen, wer hat was von der Hütte Davids schon mal gehört? Ja, okay, ich sehe einige noch nicht. Ja, heute wirst du mehr darüber lernen, Halleluja. Ach, ich freue mich schon, wenn ihr wieder hier sitzt, ihr Lieben, ehrlich. Ich vermisse euch. Und im Alten Testament ist die Rede von der Hütte Davids. Und ich möchte heute ein bisschen was über dieses Zelt Davids erzählen und erklären. Und bitte bleibt mit mir, weil das gibt jetzt so was ganz Grundlegendes, Fundamentales für den Lobpreis und für die Anbetung dieser Bewegung, die kommt oder die sich schon entwickelt. Und wir wollen Teil dieser Bewegung sein, aber es ist auch etwas ganz Fundamentales für dich persönlich. Und ich lese mal aus Amos 9 die Verse 10 bis 15. Ich glaube, ich habe das ein bisschen zusammengekürzt, aber an jedem Tage richte ich die verfallene Hütte Davids auf. Ihre Risse vermaure ich und ihre Trümmer richte ich auf. Und ich baue sie wie in den Tagen der Vorzeit. Und an jenem Tag, wenn du im Alten Testament findest, an jenem Tag, das kommt sehr oft vor, das bezieht sich auf den Tag des Herrn. Das bezieht sich darauf, dass der Herr wiederkommt. Und hier heißt es, an jedem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf, damit sie den Rest Edoms und all die Nationen in Besitz nehmen, über denen mein Name ausgerufen war, spricht der Herr, der dies tut. Und dann heißt es dann werde ich das Geschick meines Volkes Israel wenden. Und ich pflanze sie in ihr Land ein und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Also hier ist einerseits die Rede von der verfallenen Hütte Davids. Amos hat nach David gelebt. Und es ist die Rede davon, dass Israel in sein Land eingepflanzt wird. Und es ist die Rede davon, dass die Nationen in Besitz genommen werden. Es spricht davon, dass Nationen sich zu Gott wenden werden. Besonders auch von Edom ist hier die Rede. Und dieser ganze Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, bezieht sich auf die Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Und es ist interessant, in der Apostelgeschichte, als Jesus dann da war, als er gestorben ist und als er aufgefahren ist in den Himmel und der Heilige Geist wurde ausgegossen und die Jünger fingen an zu predigen. Und am Anfang haben sie vor allen Dingen den Juden gepredigt. Halleluja, das Heil kommt von den Juden. Amen. Und wir sind gesegnet durch das jüdische Volk. Und plötzlich fingen aber auch an, sich die sogenannten Heiden zu bekehren. Die Nationen kamen zum Glauben. Und die Apostel waren total irritiert. Was passiert hier? Jesus hat es zwar gesagt, aber sie haben es eigentlich nicht wirklich erwartet. Und dann war eine große Diskussion, nachdem viele zum Glauben gekommen sind. Was machen wir denn jetzt? Müssen die sich auch beschneiden lassen? Müssen die auch jüdisch werden? Und dann heißt es hier, und ich lese nochmal, weil hier kommt jetzt auch die Hütte Davids ins Spiel. Als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus, das war jetzt nach einer hitzigen Diskussion, und ich finde es super, ihr Lieben, im Neuen Testament, die haben schon Gott gefragt und wollten von ihm Weisung, aber die haben auch mal diskutiert, ja, und haben mal richtig die Sache besprochen, ja, theologische Debatten geführt hier, aber am Ende kamen sie nicht so richtig zu einer Lösung. Und da heißt es hier, als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte des Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem, in jenen Tagen, will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name ausgerufen ist, spricht der Herr, der dies tut, was von jeher bekannt ist. Und dann haben sie sich geeinigt, wie Heidenchristen leben müssen. Aber das ist jetzt gar nicht mein Thema, sondern mein Thema ist, dass hier in dem Zusammenhang mit Bekehrung der Nation plötzlich die Hütte Davids, dass davon die Rede ist. Und die Apostel sahen in der Bekehrung der Nation eine Erfüllung von Amos 9. Aber es war nur eine teilweise Erfüllung. Amos 9 hat sich in der Apostelgeschichte nur in der Weise erfüllt, dass die Menschen aus den Nationen zum Glauben an Jesus gekommen sind und dass natürlich in der Urgemeinde, in der ersten Gemeinde, Lobpreis und Anbetung eine ganz große Rolle gespielt hat.
Und aber Vers 15 hat sich noch nicht erfüllt, wo es heißt, ich pflanze sie in ihr Land ein und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr. Weil, wir wissen alle, diese Tragik in der Geschichte Israels 70 nach Christus wurde Israel zerstört und von den Römern total übernommen und sie wurden verstreut in alle Winde. Und Israel war fast 2000 Jahre, 1948 Jahre, hatten sie kein Land mehr. Ihr Lieben, ich bin jedes Mal erstaunt, wie das Volk der Juden 1948 Jahre überlebt hat, ohne Land, und wie sie ihre Kultur bewahrt haben und wie die Verheißung auch des Alten Testamentes und das, was Gott über sie gesagt hat, sich erfüllt. Und allein, dass sie so lange ihre Kultur und den Glauben bewahrt haben, das ist schon erstaunlich. Weil wenn Deutschland nach Amerika geht, dann weißt du nach der dritten Generation nichts mehr. Dann sagen die Amis, oh, meine Vorfahren waren mal irgendwie Deutsche und du kannst es kaum glauben. Aber das jüdische Volk hat bei aller Assimilation und Integration, sie haben diesen Glauben hier bewahrt. Und Gott hat vor allem darüber gewacht, dass das nicht verloren geht. Die Tora und alles, was im Alten Testament verheißen worden ist. Und wir sehen dann, 70 nach Christus wurde Israel herausgerissen, aber 1948 wurde Israel wieder eingepflanzt. Und ich glaube, dass die Zeit jetzt ist, wo sie nicht mehr herausgerissen werden. Amen. Sag mal Amen dort am Bildschirm. Jesus wird nach Jerusalem zurückkehren und für uns ist es die Wiederkunft von Jesus und Israel wartet noch auf seinen Messias. Und ich glaube, wir leben in den Tagen, in denen Gott sein Volk eingepflanzt hat und es nicht mehr ausreißen wird. Und diese Prophetie war wegweisend für die Gemeinde und diese Prophetie ist auch wegweisend für die letzte Generation in jenen Tagen, in jener Zeit, bevor der Herr wiederkommt. Ganz kurz, Israel wurde dreimal gepflanzt. Ja, also 1400 vor Christus hat die Josua-Generation das Land eingenommen, das ihnen von Abraham verheißen worden ist. 538 vor Christus ist die Zerubabel-Generation. Israel wurde in die babylonische und assyrische und babylonische Gefangenschaft geführt. Und 538 vor Christus kamen sie wieder zurück und haben ihr Land wieder eingenommen. Und dann war 70 nach Christus, was ich gerade erwähnt habe, dass das Volk Israel wieder zerstreut wurde. Aber 1948 war die Staatsgründung Israels. Und wir wissen, wir glauben, dass dieses Mal, dass sie nicht mehr aus ihrem Land vertrieben wird, weil die Schrift prophezeit, dass Israel am Ende der Tage in ihrem Land bleiben wird. Und wir finden viele Beschreibungen, wie sie umgeben werden von den Nationen, wie die Nationen Krieg führen, aber wie Jesus kommen wird und er wird sie retten. Und sie werden übernatürlich bewahrt werden, bis Jesus sie endgültig befreien wird. Das alles kannst du in Joel 2,32, Sahaja 12 bis 14 und so weiter nachlesen. Aber was ich hier einfach sagen will, wir glauben, dass wir in den Zeiten leben, in denen der Herr die Hütte Davids wiederherstellen möchte. Und ich möchte uns jetzt einen kurzen Einblick geben, was war das eigentlich, die Hütte Davids? Was ist da passiert? David war der erste König, der 24 Stunden, 7 Tage die Woche Gebet eingeführt hat in Israel. Und das ist ganz erstaunlich, weil es gab eigentlich in der Stiftshütte gab es keinen Gesang. Es gab auch keinen Lobpreis. Da war eigentlich nur Stille. Aber David hat Gott berufen, die Hütte Davids zu bauen, das Zelt Davids. Und Lobpreis und Anbetung waren absolut zentral zur Zeit Davids im Leben des Volkes Israel. Es war ein Ort der Anbetung dort, die Hütte Davids, wo es 24 Stunden Anbetung gab. Und in dieser Hütte stand die Bundeslade. Und die Bundeslade ist ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Und das ist auch erstaunlich, weil in der Stiftshütte war die Bundeslade hinter einem Vorhang. Und kaum einer traute sich, hinter diesen Vorhang zu gehen. Nur der Hohepriester durfte einmal im Jahr hinter den Vorhang, weil es war der heilige Gott. Und viele hatten Angst, dass sie tot umfallen, wenn sie dort Gott begegnen. Weil Gott ist rein und heilig. Und es war das Verständnis, dass wir nicht bestehen können. So. Wir mussten Opfer darbringen und so weiter. Ist auch noch eine längere Geschichte, aber ich möchte einfach nur sagen, es war ungewöhnlich, dass plötzlich die Lade frei zugänglich war. Und David hat eine Weisung empfangen, eine prophetische, das zu tun. Und er hat selber Gott so gehört. Und du kannst das nachlesen, wie er die Lade dann feierlich nach Jerusalem gebracht hat. Und David hatte ein tiefes Verlangen, dass die Herrlichkeit Gottes nach Jerusalem kommen würde. Und er wollte, dass die Menschen Gott erleben und dass sie die Gegenwart Gottes erleben.
Und so hat er sich aufgemacht und die Bundeslade nach Jerusalem geholt. Und die Bundeslade war für das Volk Israel sehr, sehr wichtig. Über der Bundeslade war oft die Shekinah-Glorie, die Shekinah-Herrlichkeit, ja, die Gegenwart Gottes. Und ohne Gegenwart Gottes war Israel schutzlos und hilflos und orientierungslos gewesen. Und deshalb setzte David alles daran, die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Und die Bedeutung dieser Bundeslade für das Volk Israel, es war ein Zeichen der Fülle, der leibhaftigen Gegenwart Gottes, dass Gott da war, die Herrlichkeit Gottes. Die Bundeslade stand für die sich offenbarende und manifestierte Gegenwart Gottes, für den Thron Gottes auf Erden. Und David war kühn und er holte diese Lade nach Jerusalem. Und wir lesen 1. Chronik 15, Vers 16. Und David befahl den Obersten der Leviten, dass sie ihre Brüder, die Sänger bestellen sollten, mit Saitenspiel, mit Psaltern, Harfen und hellen Zimbeln, dass sie laut singen und mit Freuden. Und das war erstaunlich, weil wir kennen das so aus unseren Lobpreiszeiten, aber das gab es damals nicht. Gott hat David sogar Instrumente gezeigt, die er bauen ließ, um ihn anzubeten. Es ist oft die Rede von den Instrumenten Davids im Alten Testament. Und Tanz und Musik waren etwas komplett Neues im damaligen Israel zur Zeit Davids. Und er errichtete dann ein Zelt über der Bundeslade und etablierte dort 24 Stunden, 7 Tage die Woche Lobpreis und Anbetung. Da war Singen, Musik, Klatschen, Tanzen, sie sangen dort neue Lieder, viele der Psalmen. Ihr kennt doch das Gebetsbuch der Psalmen. Das sind gesungene Gebete eigentlich. Und viele dieser Psalmen wurden empfangen dort in diesem Zelt. Und sie beteten an vor der Bundeslade voller Freude und sie suchten den Herrn, sie erhoben ihre Hände und sie dienten Gott auf diese Art und Weise in der Hütte Davids. Und als das Volk Israel nach Kanaan kam, wurde die Begegnung, das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte, ja, die stand auch noch. Und sie stand zur Zeit von David ungefähr 10 Kilometer entfernt von Jerusalem in Gibea. Und David ließ die Bundeslade dann aus der Stiftshütte bringen nach Jerusalem hinein in dieses Zelt, in diese Hütte. Und es ist interessant, weil der Priester Zadok, der diente immer noch in dem Heiligtum, wo keine Bundeslade mehr war. Ja? Der Opferdienst ging dort weiter, aber die Lade war mitten in Israel gewesen. Und Gott schuf mit der Hütte Davids eine neue Begegnungsstätte mit einer neuen Form der Begegnung und des Gottesdienstes. In der Hütte des Mose, in der Stiftshütte, gab es keine Lieder, es gab keine Instrumente, kein Tanzen, kein Rufen, kein Singen, kein Klatschen, da war Stille gewesen. Aber in der Hütte Davids, da war spontane Anbetung. Ja? Die Sänger Jedutun und Asaf und wie sie alle hießen, da heißt es auch an einigen Stellen, dass sie prophetisch gesungen haben, Botschaften, die sie von Gott empfangen haben, neue Lieder sind entstanden. Und es war nicht eine Veranstaltung wie die andere, 24 Stunden, 7 Tage, es war eigentlich keine Veranstaltung, da lief rund um Gebet. Und diese neue Form des Gottesdienstes beinhaltete eben Singen, Klatschen und Jubeln und Musik. Und Gott zeigt hier prophetisch durch David auf, was noch kommen würde. Es war ein prophetisches Bild für den Lobpreis und für die Anbetung, nachdem Jesus, der Sohn Davids, auf die Erde kam und für uns gestorben ist und auferstanden ist. Und er zeigt hier an, seither haben wir wirklich direkten Zugang in die Gegenwart Gottes. Salomo baute dann einen Tempel und dann wurde später auch der Tempeldienst, also in der Weise eingeführt, dass die Lade wieder im Allerheiligsten stand und nur der hohe Priester dorthin gehen konnte. Es war nur ein bestimmtes Zeitfenster, wo das offen war. Ja, und es war eine besondere Zeit. Aber wir haben, so sagt das Neue Testament, durch das Blut Jesu Zugang, ja, zum Thron Gottes. Und wir sollen mit Kühnheit vor den Thron Gottes treten, ja, zur Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Und es ist der Thron der Gnade. Ja, und das ist nichts anderes als die Bundeslade, die hier beschrieben wird, dass wir zu Gott kommen können, in seine Gegenwart. Und wir lesen dort, dass David extra 288 Musiker ausgebildet hat, die nur eine Aufgabe hatten, in diesem Zelt Gott anzubeten und zu singen. In 1. Chronik 25, Vers 7 können wir das lesen. Kannst du mal weiterklicken, es geht gerade nicht. 1. Chronik 25, Vers 7, so ließ David den Asaf und seine Brüder dort vor der Lade des Bundes des Herrn, um alle Zeit vor der Lade zu dienen, wie es Tag für Tag vorgeschrieben war. Und wir lesen auch,
dass es 288 waren. Es war ihre Zahl mit ihren Brüdern, die im Gesang des Herrn geübt waren, allesamt Meister, 288. Ja, und sie beteten Gott an, sie lobten Gott. Und wir lesen, ich gebe euch auch noch die Stellen für die 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 1. Chronik 9, 33. Und jene, die Sänger, Stammeshäupter der Leviten, wohnten frei von anderen Diensten in den Kammern, denn Tag und Nacht waren sie im Dienst. Und dasselbe lesen wir dann auch nochmal in 1. Chronik 16, Vers 37. Also mit der Einsetzung erfüllte David, machte er einen neuen Weg der Anbetung. Und es ist die Frage, wie kam er dazu, dass er das einfach getan hat? Ja? Und wir lesen in 2. Chronik 29, Vers 25, dass er ein Gebot des Herrn empfangen hat, das so zu tun. Ja, er hatte den Auftrag, das zu tun. 2. Chronik 29, Vers 25. Und so war David ein Vorläufer einer neuen Art von Lobpreis und Anbetung. Und Gott hat prophetisch aufgezeigt, wie wir heute Gott anbeten sollen. Und durch Jesus haben wir nun diesen direkten Zugang. Und so ließ David den Asaf und seine Brüder dort vor der Lade des Bundes des Herrn anbeten. Und sie dienten Gott dort Tag und Nacht, ihr Lieben. Lobpreis und Anbetung ist eine Kraft. Und Lobpreis und Anbetung ist auch eine Kraft in deinem Leben. Da, wo wir anbeten, wo wir Gott erheben. Ja, Gott setzt Menschen frei. Er wohnt dort. Die Gegenwart Gottes kommt. Menschen werden berührt, werden frei von Furcht, erleben seine Herrlichkeit, werden fasziniert von ihm. Gott setzt unser Herz in Brand, wenn wir Gott anbeten, wenn wir ihn preisen. Es ist interessant, was passierte denn in diesen 40 Jahren, als die Hütte Davids auf Erden war? Was ist da passiert zur Zeit der Hütte Davids? Wisst ihr, was da passiert ist? Die Verheißungen Gottes haben sich erfüllt in dieser Zeit von Anbetung. Wir lesen, zum ersten Mal lebte Israel in den Grenzen, die Abraham ihnen verheißen hatte. Sie hatten vorher immer nur so ein bisschen Land, sie haben wieder Land verloren und so weiter, aber und sie hatten noch die Philister, sie hatten noch viele Krieger, die gegen sie Krieg geführt haben. Aber unter David haben sie das ganze Land eingenommen, alles. Die volle Erfüllung der Verheißung Gottes. Wartest du in deinem Leben auf Erfüllung von Verheißung Gottes? Bete ihn an, warte auf ihn. Wenn wir auf ihn schauen, wird unser Herz verändert. Du kannst auf die Umstände schauen und du siehst dort große Probleme, große Herausforderungen. Ja, da ist Corona, da sind Ängste, die sich damit vielleicht verbinden. Du hast vielleicht ganz andere Probleme, deine wirtschaftliche Existenz, du weißt nicht, wie es weitergeht. Wir wissen alle nicht, was kommt und da ist viel Unsicherheit in unserem Leben und Angst möchte sich breit machen. Aber Jesus sagt, Paulus sagt, wir sollen den Helm des Heils aufziehen, wir sollen die Waffenrüstung Gottes tragen, wir sollen unsere Gedanken schützen. Und indem wir Gott anbeten, verkündigen wir, wer er ist. Gott, du bist groß, du bist mächtig, wir haben es ja gerade gesungen. Du bist der Herr der Herren, du bist der König der Könige. Wir verkünden die Wahrheit über Gott und da ist eine Kraft drin. Ja, und wir stimmen damit überein, Gott, du bist gut, du bist ein liebender Gott, du hast nur gute Gedanken über mich. Im Lobpreis und der Anbetung verkünden wir, wer Gott ist, sein Charakter, sein Wesen. Er ist Liebe, er ist gut, er ist treu. In der Fürbitte beten wir das Wort Gottes und wir verkünden seinen Willen. Und wir beten, dass Dinge geschehen. Und so ist Anbetung und Lobpreis ein ganz wichtiger Bestandteil. Und ich möchte dich deines Lebens mit Gott. Und ich hoffe, du machst es auch so, wie ich das tue oder wie ich es von vielen Christen weiß. Wenn die mit ihrem Auto zur Arbeit fahren, dann legen sie erstmal Lobpreis rein und beten Gott an im Auto. Und wir kommen mit einer ganz anderen Motivation zu unserer Arbeit. In Israel haben sich alle Verheißungen erfüllt. Israel hat das ganze Land eingenommen, heißt es hier. Niemals vorher, niemals nachher war Israel so groß wie zur Zeit von David und Salomo. Das Zweite war, es war die größte Zeit in Lobpreis und Anbetung, führte sie in den größten Sieg über ihre Feinde. Und Lobpreis und Anbetung führt uns in den Sieg über unsere Feinde. Ich spreche hier gar nicht von Fleisch und Blut oder ich spreche nicht von Menschen, sondern von Widerständen, durch die wir gehen. Von Furcht, von Angst, von Dingen, die uns zurückhalten wollen, von Sorgen. Das sind unsere Feinde. Die sind meistens in uns selber drin, ja. Und vielleicht hast du auch Leute, die dich nicht mögen. Das kann ja auch sein. Ja? Ich möchte dich ermutigen, bete Gott an. Gott schenkt Sieg und am Ende segnet er dich und deine Feinde. Ist das nicht wunderbar? Und wir sollen auch dafür beten, dass wir unsere Feinde segnen.
Und Israel lebte in dieser Zeit in vollem Umfang in den Grenzen, das, was ihn verheißen hat, war. Und Israels größte Zeit in Lobpreis und Anbetung ging einher mit seinen weitesten Grenzen. Ist das nicht interessant, dass das gerade zu der Zeit passierte? Und David leitete den Lobpreis und er regierte dieses große Land als König. Und gefolgt von einer Zeit von 40 Jahren Frieden unter der Leitung von Salomo. Und die größte Zeit in Lobpreis und Anbetung war einfach, verband sich dann mit dem größten Sieg. Und die Verheißung Gottes erfüllten sich. Und ihr Lieben, genauso wie zur Zeit Davids wird am Ende der Tage, wenn große Schwierigkeiten kommen, die Bibel spricht darüber vor der Wiederkunft Jesu, wird Gott am Ende siegreich sein durch eine Gemeinde, die sich eins macht mit ihm. Und Gott wird unser Herz bewahren vor Furcht. Gott wird unser Herz bewahren vor Angst und vor Einschüchterung. Wir werden auf ihn schauen, wir werden ihn anbeten. Und die große Ernte wird Hand in Hand gehen mit einer weltweiten Lobpreis- und Anbetungsbewegung. Ja, und wir lesen in Amos 9, dass auch Dinge passieren. Es heißt hier, im Zusammenhang mit der Hütte Davids wurde in Amos prophezeit, die Hütte Davids wird wieder aufgerichtet werden, damit sie den Rest Edoms und all die Nationen in Besitz nehmen, über denen mein Name ausgerufen war, spricht der Herr, der dies tut. Interessant, der Rest Edoms, das waren die arabischen Völker und alle Nationen. Und ich glaube, hier spricht Gott davon, dass Menschen, neutestamentlich gesprochen, für Jesus gewonnen werden. Und die große Ernte geht Hand in Hand mit dieser großen Lobpreiserweckung. Und ein Schlüssel, damit die Menschen zu Gott kommen, dass Menschen ihr Leben Jesus geben, ja, das ist, dass die Gemeinde im Geist der Hütte Davids anbetet. Und ich bin begeistert, dass es in Deutschland schon viele Gebetshäuser gibt. Eins ist ja jetzt mal aus der Versenkung so richtig aufgetaucht in Augsburg, wo schon 24 Stunden, 7 Tage die Woche gebetet wird. Und wir hatten ja am Anfang der Corona-Zeit eine ganz super Gebetszeit gehabt, online. Ich glaube, es waren mehrere Millionen Christen, die da zusammenkamen, online, um zu beten. Ja, und es gibt viele andere Gebetshäuser in Berlin, ich kann die Städte gar nicht alle aufführen. Und ich wünsche mir das so sehr für Hannover, dass auch wir hier eine Stätte aufrichten, wo 24 Stunden, 7 Tage gebetet wird. Und wo wir das tun in Einheit und auch mit anderen Christen und wo Jesus verherrlicht wird. Und Gottes Kraft und seine Herrlichkeit und seine Wunder werden freigesetzt, wenn wir Gott in dieser Weise anbeten. Und studier mal das Leben von David. Es war kein leichtes Leben. Er hatte viele Widerstände, er hatte große Probleme, familiäre Probleme. Und es war kein leichtes Leben, aber Gott hat seine Hand auf ihn gelegt und er hat ihm Sieg geschenkt. Und er war mit ihm und er war ein leidenschaftlicher Liebhaber Gottes. Er war ein Student des Herzens Gottes gewesen und er kannte Gott. Und er war mit ihm verbunden und Israel war im Segen gewesen. Und ich glaube, der Herr möchte uns, neutestamentlich gesprochen, in den vollen Besitz unserer Verheißung bringen. Und er möchte uns hineinführen in seine Gegenwart, in die manifestierte Gegenwart Gottes, dass wir ihn erleben, dass wir ihn lieben, dass wir von ihm berührt sind, dass wir von ihm fasziniert sind, dass wir wieder neu staunen über Gott, dass wir begeistert sind von Gott. Gott hat eigentlich keine andere Reaktion verdient als Begeisterung, weil Gott ist ein wunderbarer Gott, er ist herrlich. David hat gesagt, es gibt für ihn nichts Größeres. Ja? Eins aber wollte er, dass er schaut, die Lieblichkeit des Herrn, im Psalm 27, Vers 4, die Schönheit des Herrn. Das war für diesen König, der so viel zu tun hatte, der so viele Aufgaben zu erledigen hatte. Eins aber war für ihn wichtig, er wollte immer wieder in der Hütte Gottes die Schönheit Gottes bestaunen. Ihr Lieben, und der Glaube ist ja nicht nur eine Übereinstimmung über irgendwelche Dogmen, sondern Glaube ist Herzensbeziehung mit dem lebendigen Gott, ist Herz-zu-Herz-Beziehung mit Jesus, hat was zu tun mit Leidenschaft, mit Liebe. Ihr Lieben, Gott kommt wieder als ein Bräutigam und die Gemeinde ist seine Braut. Das spricht doch nicht von dogmatischer Übereinstimmung und nur von Kopf, ja. Ich heirate doch niemanden, nur weil ich mit ihr übereinstimme. So, ich gehe doch nicht vor den Traualtar und sage, oh meine Liebe, wir treten jetzt vor den Thron Gottes und ich stimme mit dir überein, ja, dich zu lieben. Oder, nee, da ist, boah, ihr wisst, was ich meine. Da ist Leidenschaft, da ist Feuer. Ja, und Gott möchte diese Leidenschaft, die erste Liebe erwecken. Ja,
In den Sendschreiben der Offenbarung sagt Gott, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Ja, und Gott möchte, ruft uns in die erste Liebe. Die Liebe, die du als allererstes erlebt hast. Die erste Liebe war nicht deine Liebe. Die erste Liebe ist die Liebe Gottes, mit der er dich errettet hat. Wo er dich zu sich gezogen hat. Und manche denken so zurück, ach, als ich mich bekehrt habe damals, das war ja noch so super. Ja, aber dann hat das Leben mitgespielt und jetzt stehe ich ganz woanders. Aber nein, Gott möchte die erste Liebe wieder anzünden und er möchte dir eine neue Leidenschaft geben. Und das geschieht im Lobpreis, in der Anbetung, eine intime Gemeinschaft mit Gott. Und er will unser Land in Erweckung heimsuchen. Und durch Lobpreis und Anbetung wird es zu einer großen Ernte kommen. Und ich glaube, Gott wird unsere Herzen neu entfachen. Und Gott möchte das in dieser Zeit tun. Und da gibt es eine ganze Bewegung weltweit und wir wollen da dazugehören. Amen. Wir wollen auch Gott anbeten. Und das ist ein Teil der Vision unserer Gemeinde, dass wir 24 Stunden, 7 Tage die Woche wollen wir gerne sehen, dass Gebet aufgerichtet wird. Wir wollen neu begeistert sein von ihm und wir wollen erleben, wie Gott uns in Erweckung hineinführt. Und ihr Lieben, immer wenn Lobpreis und Anbetung war, war auch Erweckung. Und dann komme ich schon langsam in die Schlusskurve meiner Predigt. Das ist auch nur eine Folie, über die predige ich jetzt nicht, aber das Volk Israel, das hatte Könige, die Gott geliebt haben und dann war das Volk gesegnet. Aber das Volk Israel hatte auch Könige, die ungehorsam waren, die von Gott nichts wissen wollten und dann war Israel nicht gesegnet. Und es gab dann auch Zeiten von Gottes Ferne, wo sie gar nicht mehr nach Gott gefragt haben, aber dann sind immer wieder Könige aufgestanden und haben gesagt, hey komm, lass uns zurückkehren zu Gott. Ja, und diese Könige seht ihr hier in der Folie. Josaphat, Jojada, Hiskia, Josia, Zerubabel, Nehemia. Nehemia war kein König, er war ein Statthalter und Esra war ein Schriftgelehrter. Aber all diese Menschen, die haben Israel zurückgeführt und als sie gelebt haben, kam Erweckung. Aber es ist interessant, wenn du die Bibelstellen mal nachliest, das Erste, was sie gemacht haben, sie haben Lobpreis und Anbetung wieder aufgerichtet. Und zwar steht da immer Lobpreis und Anbetung in der Weise Davids. So wie David angebetet haben, haben sie angebetet. Und Lobpreis und Anbetung hat bei diesen Königen eine ganz große Rolle gespielt. Und plötzlich ist das ganze Volk zurückgekommen in die Gegenwart Gottes. Ihr Lieben, ich denke, wir sind das Land der Reformation. Amen. Ja, wir haben auch ein christliches Erbe. Und wir beklagen, dass viele sich abwenden vom Glauben. Aber ich bin überzeugt davon, wenn wir aufstehen und nicht nur wir, sondern auch andere Gemeinden, der Leib Christi, wenn wir in Einheit aufstehen und Gott anbeten in dieser Weise, das wird Erweckung freisetzen, ihr Lieben. Das ist nicht nur für uns. Wenn wir ihn anbeten, geschieht etwas in der geistlichen Atmosphäre und Menschen öffnen sich für den Glauben. Und das ist unser Erbe. Und ich möchte schließen mit unserem Erbe. Dass wir 24 Stunden, 7 Tage die Woche Gebet hatten wir schon in Deutschland. Wahrscheinlich wissen viele das, viele wissen es gar nicht. Aber der Graf Zinzendorf, das war ein Pietist und er lebte von 1700 bis 1760 und er war ein frommer Mann gewesen, der Gott wirklich geliebt hat. Und dieser Graf, der hat Flüchtlinge aufgenommen damals, die kamen aus Mähren und aus anderen Teilen Europas. Und sie kamen, weil sie wegen ihres biblischen Glaubens verfolgt wurden und sind geflüchtet, weil sie Verfolgte des Glaubens waren. Und sie kamen nach Deutschland und sie kamen zu Graf von Zinzendorf, weil sie gehört haben, der hat ein Dorf, der hat Land zur Verfügung gestellt, damit Flüchtlinge dorthin kommen. Und er hat ein Flüchtlingsdorf gegründet, heute bekannt unter Herrenhut. Und sie fanden dort Schutz unter dem Grafen und sie fanden dort auch die ersehnte Religionsfreiheit. Und sie waren dort auf dem Hutberg, ja, also da, wo sie sich versammelten, das war der Hutberg. Und man sagt, dass dieser Berg steht unter des Herren Hut. Dieser Berg, dieser Hutberg ist unter der Hut, unter dem Schutz des Herren. Und so entstand Herrenhut. Ja, Herrenhut. Und dort kamen die Christen zusammen und sie kamen und waren verfolgte Christen und sie waren froh, dass sie Ruhe gefunden haben. Aber ihr Lieben, als sie dann so aufeinander hingen, ging ein anderer Krieg los. Der Krieg der Überzeugung, was richtig und was falsch ist im Glauben. Sie hatten alle unterschiedliche Prägungen. Sie haben alle unterschiedlich geglaubt. Und die haben richtig gekämpft miteinander.
Und es war eine richtige Not, besonders für den Graf von Zinzendorf, der gesehen hat, wie sie sich dort bekämpft haben gegenseitig, also mit Argumenten und mit allem, was dann einhergeht. Und die unterschiedlichsten konfessionellen Prägungen und gegensätzliche theologischen Meinungen sind ungehemmt aufeinandergeprallt, dort auf dem Hutberg unter des Herren Hut in Herrenhut. Und Zinzendorf hat dann vermittelt. Er hat um sie geworben, er hat gesagt, wir müssen eins werden in Christus und so weiter. Aber Liebe lässt sich nicht verordnen, du kannst Liebe nicht befehlen. Und deswegen hat Graf von Zinzendorf mit einigen Freunden intensiv gebetet für die Einheit dieser Menschen, die da zusammen waren. Er konnte es nicht fassen, sie wurden verfolgt um ihres Glaubens willen und jetzt streiten sie sich. Und Zinzendorf hat auch ermuntert zum Lobpreis und zur Anbetung. Und ein berühmtes Lied aus dieser Zeit, das kennen vielleicht einige, die so einen evangelikaleren Hintergrund noch haben oder die schon älter sind, so Herz in Herz vereint zusammen. Kennt ihr das? Ja, Herz in Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruhe, lasset unsere Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Also singen ist nicht meine Stärke, ihr habt schon gemerkt, ja. Aber dann heißt es, er das Licht und wir... Er der Meister, wir die Brüder. Ja, also da ging es darum, dass wir eine Familie sind und es ging um Einheit, dass die Herzen miteinander verbunden werden. Aber es funktionierte einfach nicht. Und dann am 13. August 1727, da ist der Heilige Geist gefallen auf die Brüdergemeinden. Da gab es einen Abendmahlsgottesdienst und da kam der Geist Gottes, ich habe es im Internet nachgelesen, in pfingstlicher Kraft und Dynamik. Halleluja. Und gerade, sie sangen auch dieses Lied. Und es war so, schon auf dem Weg zu diesem Gottesdienst spürten sie, dass mit ihnen was passierte. Ja, weil es waren wirklich unüberwindbare Grenzen, Barrieren gewesen. Und als dann der Heilige Geist fiel, ich habe es im anderen Bericht gelesen, da haben sie Buße getan über ihre Engstirnigkeit und dass sie einander gerichtet haben. Und der Heilige Geist hat eine echte Liebe füreinander freigesetzt. Sie lagen sich in den Armen und da gab es eine Versöhnung und von da ab gab es eine Einheit. Und ich finde das so ein starkes Bild, aber so ein starkes Beispiel in unserer Geschichte, wie Gott Einheit schafft. Lass uns für Einheit beten. Und zwar eine Einheit, die aus dem Herzen Gottes kommt. Nicht nur aus rationaler Übereinstimmung. Und das haben sie dort erlebt. Und das war am 13. August 1727. Und am 27. August 1727 haben die angefangen zu beten. Und sie fingen an mit Gebetsketten. Und es gab 120 Jahre ununterbrochen, 24 Stunden, 7 Tage die Woche Gebet in Deutschland, ihr Lieben. Wow, wow, ich finde das toll. Und ich glaube, Gott möchte das wieder tun. Ja, er möchte das wieder tun. Aber was ist denn passiert in dieser Zeit, als sie ununterbrochen gebetet haben? Ja, einmal war eine starke Einheit dort, aber Deutschland fing an, die ersten Missionare auszusenden. Und es gab einen evangelistischen Aufbruch unter diesem Gebet. Am 21. August 1732 wurden die ersten Missionare, Leonhard Dober und David Nietzschmann, ausgesandt. Und es ging ihnen ausdrücklich darum, die Menschen zu lieben und ihnen das Evangelium zu bringen. Und sie hörten von der Not in der Karibik, ja, auf den Zuckerrohrinseln in der Karibik. Und es hat ihr Herz so berührt, dass sie gesagt haben, wir gehen dahin. Und sie hatten kein Geld, sie waren mittellos, sie waren arm. Und sie sind trotzdem, haben sich auf diese gefährliche Überfahrt begeben und haben dort angefangen, die Ärmsten der Armen zu lieben und ihnen das Evangelium zu bringen. Und Hunderte sind ihnen gefolgt. Und es war so radikal, diese Menschen haben teilweise ihr Leben in die Sklaverei verkauft. Die haben sich selber als Sklaven verkauft, um die Sklaven zu erreichen. Das ist unglaublich. Und eine mächtige Missionsbewegung, die zum Ziel hatte, Menschen zu lieben und ihnen das Evangelium zu bringen, ging aus von ganz Deutschland, ihr Lieben. Und ich finde das einfach fantastisch, dass wir so ein Erbe haben. Und ich glaube, Gott möchte nochmal Deutschland auch gebrauchen. Unser Land, ja, das Land der Reformation, das Land des Grafen von Zinzendorf. Aber es ist jetzt schon so lange her, wir brauchen einen neuen Aufbruch. Amen. Braucht eine neue Erweckung, so wie die Könige in Israel angefangen haben, Gott anzubeten und eine Erweckung geschenkt haben. So glaube ich, möchte Gott auch uns, unsere Herzen neu berühren. Und als letztes möchte ich einfach noch sagen, Gebet, und darüber werde ich, ja, Gebet ist etwas, was Schutz bringt.
Anbetung ist unser Schutz, auch in den Tagen heute. Im Psalm 27, Vers 5, als David über sagt, dass er die Lieblichkeit des Herrn schauen möchte, da heißt es in Vers 5, und du birgst mich, ja, im Schutz, du birgst mich im Schutz deiner Hütte, du bewahrst mich in deinem Zelt und stellst meinen Fuß auf einen hohen Felsen. Und ihr Lieben, da ist Schutz für uns, da ist Geborgenheit in der Anbetung und im Lobpreis. Und bei all dem übergemeindlichen, globalen, weltweiten Anbetungsding möchte ich dir heute sagen, hey, bete an Jesus da, wo du bist. Und das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Ich möchte dich einladen, Gott anzubeten. Aber ich möchte dich auch einladen, dass wir uns Jesus ganz neu hingeben. Und dass du dich hingibst, dass du vielleicht spielst du ein Instrument, vielleicht singst du und hast noch gar nicht darüber nachgedacht, im Lobpreis, in der Anbetung dabei zu sein. Gott beruft heute Männer und Frauen ganz neu in diese Anbetungskompanie, möchte ich das mal so nennen. Und er sucht auch Fürbitter und Beter. Und ich möchte dich einfach herausfordern, dich neu hinzugeben und neu zu erwarten, dass Gott dein Herz berührt und dass wir ihn anbeten, dass wir ihn erheben und dass wir alle Anstrengungen miteinander machen, damit dieses Haus des Gebets entstehen kann. In Hannover und auch an anderen Städten, da wo du vielleicht zuguckst, da wo du bist. Aber fang persönlich an, dein Wohnzimmer zu einer Hütte Davids zu machen, Gott anzubeten. 24 Stunden, 7 Tage die Woche schaffen wir nie alleine. Wir haben zu arbeiten, wir haben zu tun, wir haben noch andere wichtige Dinge. Aber du kannst ihn eine halbe Stunde anbeten oder 20 Minuten und deine Sorgen auf ihn werfen und ihn loben. Da ist Kraft im Lobpreis und da ist Kraft in der Anbetung. Amen. Jesus, ich möchte dir einfach danken, Herr, für deine Pläne. Ich möchte dir danken, Herr, dass du wiederkommst und dass du deine Braut bereitest. Ich möchte dir danken, Herr, dass da ein Ruf ist, dich anzubeten, dich zu loben und dich zu erheben. Nicht nur mit Worten, auch mit Taten, Herr, dass wir authentisch und echt sind und dich anbeten und deinen Willen tun. Und so bitte ich dich, Herr, dass du Lobpreis und Anbetung neu erwächst, Herr. So bitte ich dich, Vater, mach unsere Herzen bereit, dass wir nicht schauen auf die Umstände, dass wir nicht schauen auf die Dinge, die uns vielleicht auch gerade persönlich bedrücken, sondern Herr, wir heben unser Herz auf, wir erheben uns zu dir, Herr, und wir schauen auf dich. Vor deinem Angesicht ist Freude die Fülle. In deiner Gegenwart finden wir Hilfe. Ich danke dir dafür. Und so bete ich, Herr, setz du ganz neu frei einen Geist von Lobpreis und Anbetung, Herr. Lass uns vorangehen, Herr, und dich erheben, Jesus. Schenke Einheit, Vater, in dieser Stadt und auch über diese Stadt hinaus. Verbinde die Herzen, Herr, so wie du es damals getan hast unter dem Grafen von Zinzendorf. Herr, wo du Herzen miteinander verbunden hast, wo dann dieser Gebetsaltar errichtet wurde, oh Gott. Und ich bete, dass du deine Braut vorbereitest, Herr, dass wir erwarten, dass du bald kommst und dass wir die Zeichen der Zeit erkennen und dass wir nicht vor Angst uns zurückziehen, sondern dass wir uns in deine Arme werfen, Herr, und dich anbeten und dich preisen. Du bist ein guter Gott und du hast gute Gedanken. Du möchtest deine Freundlichkeit bekannt machen bei den Menschen. Und wir beten, Herr, dass die Freundlichkeit, die Schönheit Gottes bekannt wird, dass noch viele Menschen dich finden, dass sie Zuflucht finden bei dir und dass noch viele gerettet werden, Herr, weil Lobpreis und Anbetung in der Stadt errichtet ist, die Hütte Davids, Herr, die du verheißen hast, an jenem Tag, bevor du wiederkommst. Und so geben wir dir die Ehre und so preisen wir dich. Und ich bete, Herr, dass du uns segnest, Herr, und dass du jeden Einzelnen segnest, auch gerade jetzt dort zu Hause vor dem Bildschirm. Heiliger Geist, komm, wir wollen uns mit dir verbinden. Und ich lade dich ein. Ich meine, ich habe selber schon zu Hause vom Wohnzimmer aus Gottesdienst geguckt und ich weiß, wie das ist. Man lehnt sich zurück und man trinkt einen Kaffee und guckt sich das an. Aber manchmal ist es dran, wirklich aufzustehen. Ich möchte dich einladen. Steh auf von deiner Couch. Steh auf von deinem Sofa. Vielleicht auch als ein Zeichen. Ich stehe jetzt auf aus alles, was mich festhalten möchte. Und ich bete Gott an. Und ich lade dich ein. Bete mit uns jetzt dort, wo du bist, Jesus an. Lass uns ihn erheben. Er ist würdig. Er ist herrlich. Er ist voller Kraft. Und er baut sein Reich durch uns und mit uns. So kommt und lasst uns den Herrn erheben.